Freisteiger, herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt VW-Kandidatin der CSU in Nauruhin. Wie fühlen Sie sich? Erstmal erledigt. Aber ich glaube, da kommt noch eine Menge mehr im Wahlkampf. Also ich bin sehr glücklich. Es ist eine Ehre für mich, jetzt diese Kandidatur für die CSU übernehmen zu dürfen. Fühlt sich ganz gut an, muss ich sagen. Was sind denn jetzt Ihre Hauptthemen? Wie gehen Sie in den Wahlkampf? Wissen Sie, Neu-Ulm ist eine Stadt, da gibt es so viele Herausforderungen, viele Themen, die man angreifen muss. Mobilität, Bauen, Wohnen, die ganze Stadtentwicklung, das Thema Ehrenamt und Vereine zu unterstützen, nicht zuletzt die Wirtschaft und die Sicherheit, Familie, Bildung, Kultur, alles Themen, die so, so wichtig sind. Und Hauptthemen an sich gibt es nicht. Wer Neu-Ulm Oberbürgermeister werden will, der sollte sich ganzheitlich um Neu-Ulm kümmern. Stellen Sie sich auf den harten Wahlkampf ein oder sagen Sie, das ist ja quer zu wissen? Jeder Wahlkampf ist der härteste. Immer der, der bevorsteht. Das ist wie mit dem nächsten Fußballspiel. Das nächste ist immer das Schwierigste und das Wichtigste überhaupt. Nee, ganz im Ernst, ein Wahlkampf, der führt sich nicht von allein. In einem Wahlkampf braucht man ein starkes Team, das hinter einem steht, das mitkämpft, das zusammenarbeitet. Und aktuell kennen wir die Gegnersituation noch nicht. Ich glaube aber, die wird nicht einfach. Ich habe vor jedem Gegner Respekt und so werde ich auch meinen Wahlkampf führen.